Was ist das? Südkorea, Albanien? Ja. Da steht so, Tesla Han ist albanischer Krieger. Das war einer, der nicht so gut. Und mag keine Goldstücke. Aha, Das hat ein toll, Albaner für super. mich gemacht. Marco, Ja. hallo. Bist du Albanologe? Kennst du Albanologen? Nein, Weißt was du, ist was das das? ist? Ja, Das hat wahrscheinlich die, böse die Mann die erwähnt. albanische Historie studieren und so. Ja, genau, Albanologen. Es gibt Weißt du, so sowas, eine gibt es ja auch, Diskussion. Japanologen gibt es auch und Koreanologie Ja. gibt es ja auch. Ja. Ja. Vielen Dank, Matthias. Ja, als wir so Diskussionen hatten wegen Skanderbeg und was weiß ich, du kennst das Thema, da hat er so von Ja. Albanologen und so weiter gesprochen. Ja. Ich hab letztens ein Video gedroppt, ja, weil die Türken tun immer so, Türken und Albaner tun immer so, als wären sie Brüder, ja. Und dann hab ich ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, okay, Türken und Albaner sind Brüder. Was würde der dazu sagen? Danke, Dex. Ja. Weil der hat ja Ja, gegen die Osmanen, gegen die Türken gekämpft und für das Christentum, ja. ich habe gesehen, du hast ein Video darüber gemacht, über hier Skanderbeg und so weiter. Hatte ich Genau, auch mal genau. erwähnt gehabt. Ja, das ist so die Achillesferse. Wenn du diese Sachen ansprichst, dann wissen sie nicht, was sie drauf sagen sollen. Nee, wir werden das auf jeden Fall nächstes Mal machen wir dann weiter, du, Teil 2. Wir können ja über jetzt noch weitermachen. Auf jeden Fall, genau, was ich dich fragen wollte, wann hast du angefangen so mit TikTok und allem? Wann ging es dann richtig los bei dir? Ja. Leute, macht sie acht Rosen voll. Juli 2022. Okay, gab es da ein bestimmtes Ereignis oder wie kam es Na, dazu? da habe ich die erste Mal so mal drauf reagiert auf die ganzen Sachen, die ich so herumfinde. Aber es war jetzt nicht so ein Auslöser. Einfach nur so aus Spaß eigentlich hat es begonnen, ja. Und dann sind halt die Videos viral gegangen. Ah, okay. Und wie oft gehst du eigentlich live so bei TikTok? Jeden Tag eigentlich. Jeden Tag? Echt jetzt? Ja, jeden Tag so ein, zwei Stunden. Abends dann Macht, immer oder macht, am macht, liebsten? ja, abends Danke, meistens. Jenny. Macht sehr viel Spaß. Manati, hallo, danke für die Rose. Aber macht nicht so Spaß, wenn man so verliert wie jetzt gegen mich, oder? Da macht es nicht so Spaß. Na, schau. Weißt du, wieso ich verliere? Weißt du, wieso ich verliere? Warum? Weil ich mache normalerweise Fitna und wir sind gerade viel zu harmonisch. Ja, so ein bisschen streiten. Außerdem verliere ich nicht Nein, immer. Spaß. Das ist das erste Spaß, Match. Spaß. Ich weiß, dass es Spaß. Wir brauchen nicht so künstliche Streitdings machen. Nein, aber weißt du, was interessant wäre, was wirklich interessant wäre? Was? Nach dem Match, ich probiere mal ein paar Leute einzuladen. Ich schaue mal, wer annimmt. Ja, Okay? Bist aber du bereit dafür? Bekannte, nicht irgendwelche. Ja, ich Ja, bin bereit. Bekannte, 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 nicht aber. irgendwelche. Ich muss einmal schauen, wer von denen annimmt, weil das wäre wirklich interessant. Ja. Arafat, Wie ja, war eigentlich der Arafat. Stream mit? Ja, wie war der Stream mit Barello eigentlich? Barello war wirklich nur ganz kurz, da war ich noch so auf Pro-Serben-Phase. Da hat der Barello mich gefragt, wieso ich das mache. Und ich so aus Spaß und der so: Oh, du bist wirklich ein Wissek, ein Wissach, ein Wissach bist du bist ein Ja, ich Alien. habe das gesehen, ja. Maniac, hey Ja, genau, Maniac, ein so Maniac was für ein bist du, Maniac. ja, diese ganzen arabischen Schimpfwörter hat er in meine Richtung gehauen und dann ist er rausgegangen. Wahnsinn. Ja, ich habe das kurz gesehen. Ich habe das gesehen, was du meintest. Ja, Ich habe das mal war auch so einen alles. guten Ausschnitt gesehen, wo so ein Albaner bei Barello live kommt und der redet auf jeden Fall mit ihm Albanisch. Und er sagt, kannst du noch Albanisch oder sprichst du nur noch Arabisch? Weil er Ja. spricht ja die ganze Zeit nur Arabisch, so mit seinem Ja. Maniac und Witzig Weißt du und wieso? Kelb Weißt du und was wieso? weiß ich was. Das war vor allem, Komm, das war Leute. lustig. Das hat der Hamid mehr oder weniger Fame gemacht und seitdem spricht jeder so, weil das Ja. Klicks bringt. Gratulation. So, ich Ja, breche mal klar. ab und Was schau. bricht? Schau, was für ein Schisser. Bricht ab. Jetzt wo am Verlieren ist, bricht er ab. Das wollte ich nicht. Was brichst du ab, du Maniac? Ja. Schauen wir mal, wer so Was brichst du online ab jetzt, ist. wenn ich will? Ja, Salami, sei Wolltest du nicht mal leise. Revanche? Hast du nicht mal Revanche dich getraut, oder was?
Wir wollten ja andere Leute Warum machen einladen. wir heute? Okay, machen wir Ja, den morgen. gut, aber jetzt machen wir erstmal gegenseitige Zerfetzung. Okay, Komm, okay, Leute. okay. Zerfetzung von Leute, Tesla. alle Komm, tippen, Leute, komm, alle komm. tippen. Hallo. Hallo, hallo, was ist das hier? Komm, Leute, zeigt, 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 zeigt. Wer hat die stärksten Followerschaft? Wer hat die Tippen, größten tippen, tippen, Hetzer? Leute, tippen, 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 alle mal Wer hat die tippen. radikalsten Islamhasser? Wer hat die radikalsten? Weiter, weiter. Sauber, Dex, Regina, Leute, super, alle super, tippen, Leute, super. alle tippen, alle tippen. Komm, Tesla, Hansa, Fetzen, sauber, Jenny, sauber. Ja, Tesla, los. Ich habe noch nie ein Match verloren. Weißt du das? Noch nie habe ich ein Match verloren. Noch nicht? Noch, Leute, das wird noch höchste nie. Zeit, Leute. Höchste Weißt du Zeit, alle warum? tippen. Leute, alle tippen. Ich droh meinen Followern, wenn ich ein Match verliere, 2 Wochen gehe ich nicht live dann. Wenn ich ein Match Leute, lass mal ihn verliere. verlieren, Leute, lass mal ihn verlieren. Nati, danke für Fingerherz. Leute, lass mal ihn verlieren, Leute. Das wäre lustig. Das wäre lustig, wenn Zwei man ihn mal Wochen gehe ich verlieren nicht lässt. live. 2 Wochen gehe ich nicht live, wenn ich jetzt verliere. Sauber, Leute, wir Paya, lassen ihn sauber. verlieren. Er geht 2 Wochen nicht live. Das wäre voll lustig, Leute. Alle 2 Wochen tippen. gehe ich nicht live. Das halten meine Fans nicht aus. Die kriegen Entzugserscheinungen, wenn ich 2 Wochen nicht live gehe. Deswegen werde ich nicht verlieren. Sauber, Leute, alle Matthias. tippen, Leute, alle tippen. Oh. Alle tippen, alle tippen. Hast keine Chance. Komm. Zerfetzung. Mach mal Tesla Hand Zerfetzung. Sauber, sauber. Danke, Jenny. Ja, Danke, Irfan, ich Matthias. schalte dich dann kurz stumm, okay? Warum? Hör auf, mich stumm zu schalten. Spinnst Ja, du? okay, dann. Aber ich spiele so Musik ab im Hintergrund. Ja, okay, komm. Ich bin leise. Hören wir deine Musik. Komm. Spiel ab. Okay, warte. Koreanische Musik oder was für Musik? Nein, meistens das, was die Leute wollen. Jastrebovi. Kennst du Jastrebovi? Nein, weiß nicht, wer ist das? Machen wir mal kurz, warte Ja, kurz. komm, Leute. Leute, alle tippen, Leute, alle tippen. Komm, 2 Wochen, 2 Wochen Livestream-Entzug. Wer nicht will, wer nicht 2 Wochen Livestream-Entzug will, der schickt jetzt, damit wir Tesla Hand zur Fetzung machen. Ja, aber wäre echt geil, wenn irgendjemand von diesen bekannten Leuten reinkommt. Dann machen wir Zerfetzung mit bekannten Leuten, mit bekannten Moslems. Warte kurz, ich schreibe mal einen kurz an. Warte kurz. Was ist mit deiner Musik? Kommt die noch heute? Scheiß auf Musik. Wen willst du reinholen? Da gibt es so einen sehr bekannten Deutschland-Hasser, der wird auch Anti-Tesla-Hahn genannt. Der gibt so Tipps an, Al-Zayn an. Warte, ich kann dir mal ein Video von ihm abspielen, du brauchst eh nur den Sound. Warte, wie er. Der hat auch so Ansage gegen Tesla Hahn gemacht. Ich bin ein sehr beliebtes Ziel für Ansagen. Das Da draußen an erster Stelle an Tesla, an danke. Habibi, mach bitte mein Check-in nicht mit mir, okay? Ihr habt keine Ahnung, wer ich bin Libaneser Habibi. Ich war im Malaga-Knast gewesen. Schuh bitte. Esch bitte. Esch für mich gelente. Mach diese Faxen nicht mit uns Habibis, mit uns Libanesen. Warte, Das ist dieser ich. arrogante Pate oder wer? Nein, der heißt Breezy, so, er hat 20.000 Follower, er ist so ein neuer eher. Warte, es ist ein sehr bekanntes Video von ihm, ist. Kenne ich nicht, noch nie gehört von dem Typen. Du verlierst wieder, Tesla. Ja. Leider, leider. Hast du nächsten Freitag Zeit? Ja. Damit wir diesen Stream zu Aber Ende haben. machen wir dann nur YouTube. Nein, wenn Internet gut ist, können wir beides machen. Warum nur YouTube? Okay, machen wir dann beides. Mach mal beides. Ich weiß nicht, warum gerade heute, Mann. Am Mittwoch hatte ich keine Probleme mit dem Scheiß, Mann. Jetzt auch nur, weil ich mobiles Internet benutze. Leute, alle tippen, Leute, alle tippen. Irgendwann unbesiegt, unbesiegt, noch nie ein Match verloren in seiner TikTok-Karriere. 30 Sekunden, komm, noch mal Gas geben. Danke, es geht. Wird dir manchmal nicht TikTok so ein bisschen zu viel oder sowas, so wenn du jeden Tag live Ja, ich gehst? gehe nicht wirklich jeden Tag live. Oh, Jenny, danke schön. Sondern Das war Jenny. nur. Jenny schickt an mich, nicht an dich.
Ja, aber was machst du dann so Diskussionen oder was machst du auf TikTok? Ja, hauptsächlich Matchen. Matches. Oh, ich habe gewonnen, ich habe verloren. Ja. Komm, Hauptsächlich Revanche. Matches. Willst du Revanche? Ja, okay, Komm machen wir noch mal. Revanche. Letztes Mal. Komm, Revanche. Was war so die beste Diskussion so? Mit wem war so am lustigsten, am Ich bin unterhaltsamsten? sehr oft mit Hamid live gegangen, das war so ein Hype. Dann kennst du noch diesen Miami-Abend? Wir waren mal bei dem zu Gast. Also er war Ja, mal mit der dem zu war Gast. zweimal so oder so bei mir. Ja, Ja, aber sonst genau. mit dem. Mit dem habe ich sehr oft gematcht. Kuya Han, mein Guter. Hallo, Patsch, dem. Leute, machen wir mal fertig bei da. Danke, Jack. Alle tippen, Danke, Leute. Jack. Alle Albaner, alle tippen, Mann. Ich küsse eure Herzen. Dieser Miami-Abend, mit dem habe ich sehr oft gematcht. Und dann auch so mit Engelsgesicht und allem Möglichen. Wie ist dieser Engelsgesicht eigentlich? Der ist der Manchmal ärgste. verarscht er ein bisschen Islam, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, aber der ist der ärgste Assi. Also der ist nicht einmal ein richtiger Moslem. Der ist ja irgendwas, ist er. Irgendwas. Leila, Dankeschön, Leute. Ja. Leute, alle mal tippen, alle mal tippen. Albus, Bruder, eine Frage, aber beantworte. Was schreibt er? Ja, der schreibt immer, dass er, wie kam die Wendung wegen Hafterleichterung? Wer hat das geschrieben? War Was das ein für eine Albo-Boss? Hafterleichterung? Ich habe das tausendmal, dieser Albus, ich habe das tausendmal schon erklärt, dass das nichts mit Hafterleichterung zu tun hatte, sondern dass ich ein Jahr in U-Haft war und dann rausgekommen bin und das hatte nichts mit, das war überhaupt keine Hafterleichterung oder sonst irgendwas. Leute haben keine Ahnung, Mann. Ich habe das schon tausendmal erklärt. Warst in U-Haft? Ja, als ich Moslem war, als ich radikaler Moslem war mit 19 Jahren. Er ist 31er. Ja, Wer ist 31er? Passt ihm. ich meinte, weil ich damals für Verfassungsschutz gearbeitet habe, gegen radikale Moslems habe ich gearbeitet, für Okay. Verfassungsschutz. Und deswegen. Leute, alle mal tippen, alle mal Danke, tippen. Lisa. Hast du schon mal viermal in Folge so verloren wie gegen mich? Na, weißt du, Irfan, das Problem ist, wir sind auf selbe Seite. Weißt du, ich mein Content ist ja Fitner machen mit diesen ganzen Dings, aber wir machen kein Fitner, deswegen Leute glauben, sie müssen nicht schicken. Weißt du, was ich meine? Es ist zu harmonisch hier. Aber ja, Leute, lass uns mal ihn besiegen. Nein, du hast keine Chance. Leute, macht's mal zwei voll, Leute. Mal zwei voll machen. Irfan, lass dich nicht aus dem Konzept bringen. Sieben Rosen, sieben Rosen. Du bist für viele Albaner ein Vorbild. Ja, der hat einen guten Kanal, dieser, ich weiß nicht, ich habe vergessen, wie sein Kanal heißt, mit Sechs Rosen noch, Leute, fünf Rosen albanisch-österreichischer noch. Flagge. Fünf Rosen noch, Leute, fünf Rosen. Oha, wie viele Zuschauer hast du? 500 Zuschauer, ich habe 66. Beim ersten Mal, wo ich TikTok Livestream, beim ersten Mal bei Diskussion mit Isan Bayan, hatte ich Ja. 1700 live. Wow, nicht schlecht. Danke, danke, weiter, weiter, weiter. Gibt ihm keine Chance Danke an jetzt. alle. Was wollte ich sagen? Ah, genau, der hat einen guten Kanal, so zur albanisch-österreichischen Flagge und der ist gut, hat gute Videos. Wer Albaner denn? war. Ja, der so, ich weiß, ich habe vergessen, wie sein Kanal heißt, aber der ist so Herz und dann Österreich-albanische Flagge. Der macht gute Videos und zeigt auf, so, ich glaube, albanischer Christ wahrscheinlich. Danke, Jenny. Albanischer Ja. Christ und der zeigt halt auf, so die wahre Geschichte von Albanern Ja. und solche Sachen halt. Danke, Dex. Nicht schlecht. Und ja, warum die Moslems, da die stolzen Albaner ihre eigene Geschichte nicht kennen, warum das peinlich ist und sowas. Was ist der Schwan eigentlich? Was sollte der Schwan? Ist ein Oh. normales Geschenk. Bruder, bei dir geht's ab, bei mir geht gar nichts. Oh, Junge, 4.100 gegen 100. Oh, danke, danke, danke an alle. Ich habe jetzt vergessen, wer das war. Vielen Dank. Oh, Junge, was für Ich Zerfetzung schau das. mal, wer so allerlei ist. Ja, schau mal und hol mal ein paar rein, dass wir so ein bisschen Diskussion machen.
Danke Das ist das online. Problem. Wir sind viel zu harmonisch, Dings. Irfan, du bist für Mega, uns danke schon. katholische Albaner ein King. Vielen, vielen Dank. Ich meine, ich bin kein King, ich bin gar nichts, aber danke dir. Leute, letzten 10 Sekunden, wer kann uns snipen? Kann das wer snipen? Keine Danke für Chance, die komm Bombe. weiter, Leute. Komm, Sieg ist sicher. Nochmal Gas am Ende. Die Jenny schickt mir einen Trostpreis. Sauber, 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 sauber. Danke, danke, danke an alle. Schade, Leute, Vielen, schade, vielen aber Dank. danke trotzdem einmal. Okay, Ich mache schau mal jetzt mal kurz. irgendein reinzuholen. Ja, warte. Ich schau mal, wer so online ist. Ich muss dafür Match abbrechen. So. Am Mittwoch war gut, am Mittwoch waren ein paar interessante Leute drin. Als Gast oder zum Am Mittwoch. Match? Nein, nein, nicht zum Match. Ich habe am Mittwoch überhaupt kein Match gemacht, sondern nur so Diskussionen so. Da waren ein paar interessante so Moslems drin, aber auch so Unterstützer und sowas. Ja, ich Ich weiß nicht, verstanden. jeden Tag live. Ich glaube nicht, dass ich Nerven habe, jeden Tag auf TikTok live zu gehen. So, pff, keine Ahnung. Ja, Manchmal macht es Spaß, aber dann brauche ich so ein paar Tage Pause von TikTok. Ja, aber jetzt, wenn ich mit dir live bin, kann ich keine Leute reinholen oder sowas, gell? nicht als Gast, nur als, also wenn sie auch Was live das? sind, als. Und was ist hier zum Beispiel, habe ich eine Gastanfrage von irgendeinem Ardi. Was ist das? Dann gehe ich aber raus aus diesem Livestream, gell, wenn ich das Nein, habe. dann kommt er rein. Dann kommt er rein. Soll ich ihn reinholen? Ja, mach einmal. Wer ist das? Ja, komm. Ich hole ihn. Weiß nicht, keine Ahnung, wer es ist. Kann mich nicht erinnern, wer es ist. Hamza ist online, aber er hat abgeschalten. Welcher Hamza? Abu Hamza. Abu Tanga. Ah, nicht den, der mit dem roten Bart. Ja, der mit dem roten Bart. Nee, lass das, der ist uninteressant. Okay. Das ist wie ein Kind manchmal. Ja, kein Bock auf so Diskussion. Ja, die haben alle abgeschalten, dass man sie einladen kann. Ah ja, an der Stelle folgt Serbo Hebrew auf TikTok. Wegerald, viele kennen den von meinen Zuschauern. Wegerald, sein Kanal heißt The Serbo Hebrew. Er braucht noch so 50 Follower, dass er dann 1000 hat und live gehen kann. Und er will auch mit mir, er will halt auch live kommen und deswegen abonniert ihn, dass er auch dann live kommen kann. Gibt's gerade keinen. Ja, aber wenn ich wieder in Wien bin, lass mal so in echt treffen, wenn du eh in Lass Wien mal in echt bist. treffen, ja. Ja. Irgendwann, ich würde an dem Punkt jetzt auch, ich glaube, Was? aufhören. Schlafen. Ja, es ist gerade schwach ich auf TikTok. Auf YouTube lief es besser. Aber leider, YouTube mussten wir abbrechen. Ja, ich Aber schau wir mal, können warte wirklich mal, mal. was ist morgen? Was? Was wolltest du sagen? Sag mal. Ich überlege, ob wir das vielleicht morgen fortsetzen sollen auf YouTube, weil das nervt mich auch, dass jetzt nach einer Stunde. Ich könnte jetzt so wieder auf YouTube live gehen, aber das war nur, als ich mit Handy auch gleichzeitig über WLAN reingegangen bin, dann war das Ja. Problem. Na, machen wir einfach nächste Woche Freitag noch einmal. Ist ja kein Stress. Ja. Hier, Wegerald, schreib mal nochmal Kommentar, Wegerald. Schreib nochmal Ich Kommentar, schaue dort nur, seht wie ihr lange dann. jemand da ist zum Einladen. Na, es ist wirklich auch gerade keiner verfügbar. Warte, warte, bei mir ist irgendwas. Ambassador, wer ist das? Ambassador, kennst du den? Nein, hol ihn rein. Nimm einfach an. Ja, habe ich schon. Ja, gut, dann schauen wir nächste Woche dann, dass wir das dann fortsetzen. Ja, okay. Nächsten Freitag 20 Uhr dann. Ja, auf YouTube wieder. Auf YouTube, ja. Und wir können dann schauen, wir können dann auch auf TikTok live gehen, weil wie gesagt, das war jetzt nur wegen dem Internet. Oder wir machen nur auf YouTube, ist ja auch kein Problem. Ja, red mal dann vorher. Alles klar.
Okay, Irfan Gut, hat mich vielleicht tatsächlich bleibe ich noch gehabt, ein bisschen Irfan. online. Danke dir, Tester, gell? Tut mir leid, aber keine Ahnung, was mit dem scheiß Internet Kein heute ist. Problem, kein Problem. Nächstes Mal wird Wir besser. sehen uns dann nächste Woche. Danke dir. Ja, wir bleiben in Kontakt. Ciao. Machen wir. Ciao, ciao. Boah, das regt mich echt auf. Wegen dem Internet, dass wir diesen YouTube-Livestream extra beenden mussten. Habt ihr noch Fragen? Wir können noch ein paar Fragen beantworten, wenn ihr wollt. Ja, der Stream, alles auf TikTok wird auch auf YouTube hochgeladen. Da gibt es halt einen extra Kanal, TikTok Highlights, und dort wird dann alles hochgeladen. Warum holst du nicht Burschis rein? Keine Ahnung, keiner schickt jetzt Anfrage. Ich würde reinholen, wenn irgendjemand. Aber es ist keiner so, wo ich sage, das ist einer von denen so. Zwei Anfragen, aber kein Burschi anfragen. Ja, jetzt ist noch zu früh, 9:40 Uhr. Zu früh, du willst, dass die erst um 11 Uhr und so weiter kommen. Sorry, bin kein Bursche. Bist kein Bursch, ja. Ich wollte Tesla noch fragen. In Südkorea, da gibt es ja auch eine muslimische Community von Pakistanern. Und die Südkoreaner, die sind da ziemlich based. Also ich habe mal was gelesen. Die wollten dort irgendeine große Moschee bauen. Das hat direkt Demonstrationen ausgelöst. Also die sind ziemlich hart drauf dort. In Südkorea. Ja. Weil es gibt sehr, sehr wenige Muslime dort und deswegen haben die noch diesen, ja, die kennen die Muslime meistens nur von den Medien und so, glaube ich. Deswegen. Ja, allgemein in Asien dort, also ich meine, es gibt natürlich diese asiatischen muslimischen Länder, wie, was weiß ich, Indonesien, Philippinen und so weiter, aber auch Philippinen da. nicht. Ja, Philippinen ist Philippinen ist christlich, aber katholisch. ja, gespalten, Du gibt auch meinst den Süden, du Muslime. meinst den Süden, ja. Ja, keine Ahnung, Süden, Westen, es gibt auf jeden Fall muslimische Teile in Philippinen auch. Gab es ja auch Terrorgruppen, islamische Terrorgruppe in Philippinen, wie hießen die noch? IS Moro, ich hatte glaube. dort, nee, Ja. die waren, glaube ich, keine Terroristen, aber der IS hatte mal eine Stadt Ja, eingenommen. auch natürlich. Moro war auch Terroristen. Die haben auch Europäer und so weiter als Geisel Nein, das genommen. war Abu Sayyaf, das war Abu Sayyaf, glaube Abu Sayyaf kann sein, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da muslimische Terrorgruppen, die dort Christen angegriffen haben, europäische Geiseln genommen haben, solche Sachen. Aber ja, in Asien allgemein ist so die Toleranz nicht so hoch gegenüber Islam. Ja, speziell Burma, ne? Deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, das was du gemeint hast, da mit Südkorea und so weiter. Ja, Japan Japan habe ich auch. mal gesehen. Japan gab es wohl so, keine Ahnung, gibt so ein paar Japaner, die zu Islam konvertiert sind und die so eine Moschee aufgemacht haben, aber keine Ahnung. Es gibt auch einen Südkoreaner, der ist konvertiert und der ist auf YouTube unterwegs, aber so ein richtiger Heuchler, ne? Also man merkt, der macht es nur für Klicks und so, weil die ganzen Muslime, die wahrscheinlich noch irgendwie K-Pop oder so hören, die fliegen voll auf den ab. Naja. Wie heißt der? Dawood Kim, Dawood Kim heißt er. So ein junger Koreaner. Ja, aber der Typ, also man hat den auch wieder in Diskos und so erwischt, also der macht das nur wegen Aufmerksamkeit. In Diskus. Naja. Ja, aber dann nicht. Alles klar, es geht. Vielen Dank, wir hören uns. Danke, Jesse, ciao. Irfane. Hi, Ambassador, wie geht's? Steima, jesi dobro? Gut, dir? Znaš šta bi voleo najviše?
Kannst du auf Deutsch reden, dass die Leute dich verstehen? Gar nicht. Weißt du, was ich am liebsten hätte? Was? Wenn du nach Sanjak mit deiner Mutter und Schwester kommst und dass wir sie Ich jetzt? leben können. Geh, verzieh dich, Mann, du Dass wir sie. Hässlichkeit. Komm, komm, tschüss, 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 tschüss. Die üblichen Assis mit Drohungen und bla bla bla. Deswegen traut er sich nicht auf Deutsch reden. Ja? Deswegen traut er sich nicht auf Deutsch reden, sondern er muss auf Post, ja, auf Serbisch zu drohen. Hey, Pitschi, alles klar bei dir? Was war gerade Ja. das? Was? Was war gerade der Typ? Hat er dich beleidigt auf Bosnisch oder wie? Ja, klar, der wollte beleidigen, ja. Das ist Standard, danke Hast Lea. du? Das ist Standard, wann Okay, ist das krass. hier anders auf TikTok? Das ist. Ich wundere mich, wenn ich einmal live gehe, dass das nicht, dass solche asozialen Witzfiguren nicht kommen. Ja, das ist krass. Aber auf jeden Fall mit Japan, ne? Da wollte ich dazu was sagen. Da kenne ich mich ein bisschen aus, so, weißt du, weil ich habe selber einen Kollegen, Danke dir. der hat in Japan 10 Jahre gewohnt, weißt du? Und er meinte, die wenigen Flüchtlinge, die man dort aufnimmt, ne? Also auch richtig schlimm dort. In Tokio. In Japan nehmen sie Ja, Flüchtlinge ja. auf. Ja, da haben die, also ja, nach Japan, also offiziell nimmt Japan ja wenig auf, von sich aus selber, ne? Aber dort gelangen schon einige hin, weißt Soweit du? ich Da sind weiß, schon ein nehmen paar die gar Tonnen. keine Flüchtlinge auf. Ich habe noch nie gehört von Flüchtlingen in Japan. Ich meine, kommt drauf an, was für Flüchtlinge. Koreaner oder sowas ist was anderes, aber wir reden ja von muslimischen Flüchtlingen. Ach, 13 Stück. Ja, Ja, das habe ich auch mal sicher. gelesen. Offiziell 13 Nein, nein. Flüchtlinge oder sowas. Ja, genau. Die haben offiziell mal 14 Flüchtlinge aufgenommen und davon haben schon zwei vergewaltigt in einer Woche, ne? Das war so, Echt ne? jetzt? Aber, Wahnsinn. ja. In einer Woche von diesen 14. Aber nach Japan gelangen trotzdem viele Flüchtlinge hin, ne? Die werden zwar abgelehnt, ne? Aber die bleiben halt dann lange im Land, ne? Das geht dann über Jahre und so weiter. Und Wie da sind kommen schon die überhaupt einige, ins Land? also. Wie kommen die Wie überhaupt bitte? ins Land, frage ich mich. Wie die ins Ja, Land kommen, ist irgendwie. ja nicht so leicht, nach Japan zu kommen. Achso, nee, du musst ja so sehen, damals, ne? Das ist so gewesen. Das war so, zum Beispiel Irak und damals, ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch so ist, auf jeden Fall, wenn du, die Iraker, die hatten kein Visum gebraucht für Japan damals. Und die aus der Türkei. Die hatten kein Visum gebraucht. Und die konnten mit dem Flieger von Istanbul nach Moskau und von Moskau dann nach Tokio. Ne, visumfrei. Und ja, und dort waren Ja. die dann, haben dann Asyl beantragt. Zum Beispiel. Ach so. So war das. Aber ob die jetzt Visapflicht haben, die Iraker und die aus der Türkei, das weiß ich nicht. Aber damals war es so, weil ich kenne ja auch selber einen, der hat 10 Jahre in Tokio gewohnt und der hat es auch so gemacht. Ja, schöne Statistik, wenn ein Land 14 Flüchtlinge aufnimmt und dann gleich in den ersten Wochen es von den 14 zu Ja, Vergewaltigungen klar. kommt. Ich meine, Aha. das sagt alles Sicher. aus. Also Ja, 14 ja. Flüchtlinge, Aber. stell mal fünf. Ganz ehrlich so, ne? Mit diesen, guck mal, ich mache den Flüchtlingen keine Vorwürfe, ne? Das sind Wirtschaftsflüchtlinge, die meisten, ne? Aber Ich dass das mache den passiert, schon ist doch klar. Vorwürfe. Wie bitte? Nein, der Ich spricht mache wegen den schon Vergewaltigung. Vorwürfe. Ja, klar, wegen sowas schon, ne? Aber die Flüchtlinge, ne? Die Wirtschaftsflüchtlinge, die kommen ja aus egoistischen Gründen hier, weißt du, was ich meine? Die wollen ja das ganz Große, ne, erreichen, ne? Und dass da Ja. sowas passiert, das wundert mich nicht. Weißt du? Ja, dass das passiert so, aber. Ja, wundert mich auch nicht. Weil ich weiß ja, wie die meisten halt sind, also. Und weißt du, Asoziale gibt es ja weltweit, ne? Und wenn Deutschland nur die Asozialsten aufnimmt, ne? Dann passiert es, das wundert mich nicht. Das ist einfach so. Ja, aber schau, man sagt immer so, ja, von dort kommt nur der Bodensatz der Gesellschaft, aber man weiß, dass die Flucht schon einiges kostet. Das heißt, es kommen nicht die Ärmsten aus diesen Ländern. Welcher Nee, Arme sondern Junge. kann sich für 10.000 oder 15.000 Dollar das leisten, die Schleuser zu bezahlen? Wo hat ein armer Mensch, wer hat in Deutschland 10, 15, 20.000 Euro so Cash?
Danke, Botten. Wer hat das in Deutschland und in Syrien und was weiß ich was? Das heißt, man kann nicht so das so pauschal sagen, ja, von dort kommen die Ärmsten, die Kriminellsten, Nö, die, was kann ich weiß, schon. die Asozialsten und deswegen kommt es zu, da kommt alles Mögliche, da kommt Aber der Ivan, Mittelstand, da kommen ja. auch Reiche kommen. Ja, es gab Fälle, Ja. da sind die mit Privatjet nach Deutschland, nach Österreich geflogen. Es kommt Weißt Mittelstand und es kommt natürlich aus den unteren Gesellschaftsschichten. Es kommen aus allen Gesellschaftsschichten, Aber Flüchtlinge. Ivan, guck mal, ich meine mit Asozialen ja nicht die Armen, ne, dort, ne? Weil für uns, ne, durchschnittlich, ne, die sind in islamischen Ländern auch asozial, egal ob reich oder arm. Weißt du? Ja, Also, stimmt. Gebe ich dir wenn ich recht. Asozialen rede, ne, da meine ich nicht da. Die sind vom Verhalten her durchschnittlich einfach asozial, egal ob die jetzt Geld haben oder kein Geld haben, ne? Aber ich sehe da ganz klar, ne, die Politik ist halt schuld, ne? Wenn man alle reinlässt. Ja, weißt du, klar, man kann sagen, ja, Politik hat die alle reingeholt und die sind schuld. Aber schau, keine Ahnung, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Und wenn Leute sagen, ja, nichts gegen die Flüchtlinge, nur die Politik ist schuld. Ja, gut, aber letztendlich nicht die Politik vergewaltigt, sondern diese Personen, die reinkommen, Ja, vergewaltigen. Diese Personen, die reinkommen, stechen ab. Machen Anschläge und so aber weiter, machen das Leben nicht mehr lebenswert in Deutschland und sowas. Ja, deswegen, ich war mag das nicht so, wenn man den mal so in Schutz nimmt, so, ja, nichts gegen Flüchtlinge und ich würde es genauso machen und ja, und die sind nicht schuld. Natürlich muss man auf die Verursacher schauen, auf die Politik, auf die Regierung, die diese Politik betreibt. Aber ich würde diese Leute, die letztendlich das machen und herkommen, mit dem Willen zu erobern, mit dem Willen Schaden anzurichten und so weiter. Sie würde ich jetzt auch nicht so ausnehmen, so ja, die können nichts dafür und das sind alles arme Schlucker und so. Sehe ich nicht so. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Man muss auch Vorwürfe machen, die Flüchtlinge. Aber wenn die so sind, wie sie sind, warum lässt die Politik die dann rein? Wenn das schon so bekannt ist, ne? Ja, Warum vielleicht lässt will man die die rein? Politik gerade solche Leute, die das Land zerstören, reinholen. Vielleicht ist es ja Ja, gerade die Linken Ziel wollen der das. Politik, dieses Land zu zerstören. Okay. Ja, das kann so, ja, Verstehst du? das denke ich auch, dass sie das wollen. Also auf jeden Fall, Ivan, du kannst dich mal selber informieren, ne? Flüchtlinge in Japan und so, ne? Also, da kannst du dich mal selber informieren. Da sind schon einige. Nicht so wie hier jetzt, ne? Weißt Ich habe das schon mal, ja, ich habe das schon mal gelesen, dass irgendwie 14 aufgenommen wurden und auch die will man abschieben oder hat abgeschoben wegen Ja, irgendwelchen Straftaten. Ich habe das irgendwo schon mitbekommen. Das war mir jetzt nicht ganz neu, aber ja. also Ich wenn ich meine. jetzt. Ja, da, wie gesagt, da kann man sich auch so informieren im Internet. Das ist schon einige, aber das ist mit Deutschland natürlich nicht vergleichbar, weißt du? Du kannst es nicht vergleichen, auf jeden Fall. Und Ja. ja, und Ein eine Sache will ich noch. paar Millionen Ja, kannst du ja. nicht mit 14 Leuten vergleichen, ja. Also auf jeden Fall. Und Japan hat ja auch immerhin 120 Millionen Einwohner, weißt du? Das ist ja ein großes Land, ne? Also, Ja. auf jeden Fall Ja, so, gut, was auf. die haben halt auch Flüchtlinge, so koreanische Flüchtlinge, die haben halt so andere Ja, die Migranten sind auch, schon die lange sie da, die Koreaner. mitgenommen Weißt du, die Koreaner sind schon seit vor dem Zweiten Weltkrieg schon da. Ja, meine ich ja, da gibt's halt so gewisse, wie Ja. sagt man, Migrantenströme halt innerhalb dieses asiatischen Raums. Das ist ja eine ganz andere Problematik. Das ist so wie, keine Ahnung, wie früher in Europa, wenn so verwandte Völker, wenn es da ein bisschen Bewegung gibt, weißt, das ist ja nicht mit so großen Problemen verbunden, wie jetzt, wenn du als europäisches, mitteleuropäisches Land Millionen von Afghanen und Arabern und anderen muslimischen Flüchtlingen aufnimmst. Das ist halt was ganz anderes. Ja, klar, ich verstehe, was du meinst. Ja, also auf jeden Fall so, ne? Aber was glaubst du, ne? In welchem europäischen Land ist es am schlimmsten, oder? Was ich jetzt von Videos sehe, ne? Ich würde sagen Frankreich, oder? Ja, ich glaube auch Frankreich. Frankreich, Holland, Belgien, auch England, ja, Aber Deutschland, ja. was mir noch so Ja. aufgefallen ist, ich gucke so momentan so auf Netflix, ne, so französische Filme viele, ne? Ja. Und da Die sieht sind eh man, gut. also, Ich mag französische Filme, die haben echt gute Filme. ich mag die auch, ne? Aber
Da sind mehrheitlich fast nur Schauspieler, die nicht europäisch aussehen. Ist mir aufgefallen. Also viele. Ja, schau, wenn du, wenn die jetzt einen, wenn es um irgendein Gangster, französischer Gangsterfilm ist und da sind 90% muslimische Migranten, ja natürlich, dann brauchen sie auch einen Schauspieler, Nafri, ja, und da können sie keinen blonden Ja, Franzosen klar. holen, der dann einen Marokkaner spielen soll. Und die haben ein paar gute französische Schauspieler, so die halt, keine Ahnung, ja, die halt Araber sind, ja. Ach so, okay, so ist alles klar. Ja, alles klar, Peach, ich mach mich nochmal ab, ne? Alles klar, ja, alles Dann sehen Gute. wir uns, ne? Ciao, 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 Mach's gut. ciao.